Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass ich mit Geburtshilfe gar nicht mehr so viel zu tun haben würde. Ich hätte das eigentlich für mich so an den Nagel gehängt und gesagt, ich mache nur noch Coachingarbeit. Das Leben geht aber andere Wege und es ruft mich so von verschiedenen Seiten da wieder hin. Falls du Hebamme oder Doula bist oder sonst in irgendwie einem Bereich arbeitest, wo du Frauen unter Geburt begleitest oder damit zu tun hast, könnte dich dieses Thema vielleicht interessieren: Human Design und Geburtsbegleitung. Mein neuer Kurs heißt Birthing by Design, angewandtes Human Design für Geburtshüterinnen. Das sind alle, die rund um die Geburt arbeiten. Und ich hatte aufgehört, als Hebamme zu arbeiten. Das kam in der Covid-Zeit. Das hatte sich schon vorher angebahnt. Und dann habe ich Human Design kennengelernt, Anfang 2020, und angefangen, das zu studieren. Und irgendwann bin ich tiefer eingetaucht in die tieferen Schichten über Ernährung und Umgebung und habe dann irgendwann gedacht, Mann, das wäre doch eigentlich super, wenn man das auch an den Neugeborenen, zu den Neugeborenen bringen würde, zu den Kindern bringen würde, auch über die Hebammen, weil da so viel Wissen drin ist, was wirklich helfen könnte, wenn man das wüsste über jedes Kind, über jeden Menschen, was eigentlich die angeborene Art ist der Ernährung. Und darüber bin ich eigentlich dann erst dazu gekommen, weiterzudenken, es wäre eigentlich auch super, wenn wir dieses ganze Wissen anwenden würden, sodass Frauen während der Geburt so begleitet werden, wie es ihnen eigentlich entspricht. Weil wenn du in dem Bereich arbeitest, dann kennst du das vielleicht auch, dass man merkt mit der Zeit oder vor allen Dingen auch, wenn man es anfängt zu hinterfragen, dass man gewisse Vorstellungen hat, dass man denkt, manche Sachen würden für alle Menschen gelten, für alle Frauen gelten. Also zum Beispiel jetzt in meinem Fall könnte ich sagen, ich habe immer gedacht, alle Frauen brauchen ganz viel Sicherheit bei Geburt. Über Human Design habe ich verstanden, dass das vor allen Dingen für mich so gilt und für natürlich eine Reihe anderer Frauen auch, aber lange nicht für alle Frauen. Ja? Und da gibt es ganz viele Annahmen, die wir haben, wo wir gar nicht mit böser Absicht, aber weil wir das so gelernt haben, davon ausgehen, dass das für alle gilt. Und meine Gedanken dahinter waren dann, wenn wir wirklich das Design einer Frau kennen, dann können wir sie auch unter der Geburt, was ja so eine sensible, vulnerable Situation ist, nochmal viel besser begleiten. Das heißt nicht, dass dadurch alles perfekt wird oder dass man alle, ich sag mal, Fehler, die passieren könnten, dadurch ausmerzen kann. Darum geht es nicht, sondern wie können wir die Frauen noch individueller begleiten, wenn wir auch schon in der Schwangerschaft am besten ihr Design kennenlernen. Es geht im Schwerpunkt um die Geburt, Geburtsbegleitung, aber natürlich können wir das auch anwenden auf die Schwangerschaft und die Zeit danach, weil das hat grundsätzlich mit dieser Frau zu tun. Und dieser Kurs, den ich da anfange, ist der erste von hoffentlich mehreren Kursen, weil ich habe den, als ich angefangen habe, das zu planen, ziemlich schnell gemerkt, oh, da gehört eigentlich einiges an Wissen dazu. Das können wir aber nicht in einem Kurs mal eben schnell machen. Das müssen wir aufeinander aufbauen. Und ich habe auch ein paar Fragen bekommen, zum Beispiel eben, ist das einfach ein Human Design Grundlagenkurs oder geht es da wirklich auch um Schwangerschaft und Geburt? Also der Fokus ist auf Geburtsbegleitung. Anwenden kannst du das auf alle Bereiche, auch der Frau. Und es ist ja auch ein Einführungskurs, aber es geht wirklich um dieses Thema, wie kann ich das bei gebärenden Frauen anwenden? Was können wir daraus lernen? Was können wir da sehen? Wie können wir sie da individueller begleiten, wie es ihr wirklich entspricht? Wie können wir manche auch Fehler vermeiden, wenn wir eben nicht von uns ausgehen, sondern schauen, was braucht denn diese Frau wirklich? Und da können wir aus ihrer Körpergrafik, aus ihrer Landkarte sehr viel sehen. Und das möchte ich gerne Doulas und Hebammen und anderen Geburtshüterinnen mit an die Hand geben. Und dafür habe ich diesen Kurs kreiert. Und da werden noch Folgekurse drauf aufbauen. Dies ist der erste Teil, wo wir in die Grundlagen gehen. Wir fangen an mit dem Typ, mit dem Energietyp oder auch Wahrnehmungstyp. Was ist denn diese Frau für ein Typ? Was ist ihre Strategie? Was ist ihre angeborene Autorität? Und wie kann sie das auch unterstützen, auch Entscheidungen zu treffen rund um Schwangerschaft und Geburt und danach natürlich auch für ihr Leben? Und wenn dich das interessiert und dich anspricht, dann melde dich gerne an. Der Kurs wird über 3 Wochen gehen mit 4 Live-Calls, 4 Zoom-Calls, wo wir uns treffen werden. Und zwischendurch wird es Videos geben in der geschlossenen Facebook-Gruppe. Und der kostet 222 €, ist also sehr erschwinglich. Und beginnt am 8.9. schon, also nächste Woche Donnerstag, genau. Und wenn du noch Fragen hast, melde dich auch gerne bei mir. Ich freue mich. Auf bald.